furchtbaren, verbotenen Höhlen untersucht. Die Wikinger, die hier früher einmal lebten, glaubten doch tatsächlich, die Drachen seien ihre Feinde. Wären sie nur nach Berg gekommen, wir hätten ihnen dann schon erklärt, dass Drachen die besten Freunde der Wikinger sein können. Ja. Kommt, ich zeige euch alles. Traumhaftes Wetter, ne? Für Ende Oktober, ja. Wie sich herausstellt, ist die Insel mit Krallenkrabblern besiedelt. Sie leben alle in dem Berg. Was für Krabblern? Wenn wir Glück haben, bekommen wir die große Erna zu Gesicht. Große Erna. Die Drachenmutter und gerade sind wieder Drachenbabys geschlüpft. Hm, das ist seltsam. Ich kann doch keinen Krabbeln sehen. Ich weiß nicht, wo sie gegangen sind. Ui, da kam richtiges Feuer raus. Da aus dem Dach. Wir sollten uns von Erma besser fernhalten. Sie lässt keinen zu nah an ihre Babys heran. Wie es aussieht, hatte sie wohl gerade einen Streit mit einem Feuergeist. Und wenn wir diesen Drachen finden wollen, brauchen wir Polizei. So immer so. Okay, komm mit. Das sieht gar nicht gut aus. Guck mal, der Lautsprecher, wie versifft er ist. Ah, ohne Zahn, alter Freund. Wo hast du gesteckt? Schön, dass du da bist. Ziemlich düster hier. Ich sorge mal für etwas Licht. So, jeder bleibt auf seinem Platz und hält die Augen offen. In dieser Dunkelheit kann alles Mögliche herumkriechen. Aha, okay. Die gute Nachricht lautet, wir haben den Feuergeist gefunden. Und die schlechte, wir haben den Feuergeist gefunden. Das war kein Feuergeist. Ohne Zahn, schau mal, das ist ein Eisgeist. Er stößt Eis aus. Vielleicht können wir ja damit diesen Hitzkopf abkühlen. Das war knapp, aber ihr habt das toll gemacht. Ihr werdet sicher gute Wikinger geworden. Ich glaube, das war genug Aufregung für einen Tag. Wir verziehen uns jetzt lieber. Wenn der Drache auftaucht, wird er...